Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich darf Sie und euch alle herzlich begrüßen und willkommen heißen in der Stadtpfarrkirche St. Justinus im Rahmen unserer Predigtreihe im Marienmonat Mai. Ein besonderer Gruß gilt unserem Gast aus Frankfurt am Main, Stadtdekan Johannes zu Elz, der heute aus Frankfurt kommend mit dem Fahrrad zu uns gekommen ist. Am Bahnhof und gedacht, er steigt hier aus und dann war er mit dem Fahrrad schon da. Also herzlich willkommen, lieber Herr Dokapitular, es ist uns Freude und Ehre, dass Sie mit uns heute diesen Mariengottesdienst feiern, der auf das Fest der heiligen Rita fällt. An dieser Stelle auch allen Frauen, die den schönen Namen Rita tragen, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lieber Pfarrer, danke für die freundliche Begrüßung, liebe Gemeinde, danke für die ehrenvolle Einladung zu Ihnen. Bin gern gekommen. In dieser Textform habe ich das Lied wunderschön mächtige seit 55 Jahren nicht mehr gesungen. Als Kind in Eltville im Rheingau, da wurde es so gesungen, dann hat man den Text ein bisschen entschärft, bei uns sind es Dummlippen. Aber gut, Blut und Leben will ich dir geben, alles, was immer ich habe, was ich bin, gebe ich mit Freuden Maria dir. So habe ich es gelernt und das hat geprägt. Maria behält nichts für sich, sondern alles, was sie bekommt, auch unsere Zuneigung und unsere Herzen, sie selbstlos an Jesus weiter und an ihn, den Kyrios, wenden wir uns jetzt zu Beginn der Heiligen Messe. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt Barsabas, und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit: Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und Kilikien. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weiteren Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge: Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Thank you.
Offenbarung des Johannes. Ein Engel entrückte mich im Geist zu einem großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hatte eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und 12 Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt 3 Tore und im Norden 3 Tore und im Süden 3 Tore und im Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine. Auf ihnen stehen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Wort des lebendigen Gottes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und ich komme wieder zu euch zurück.
Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Liebe Schwestern und liebe Brüder in dieser Festgemeinde, das ist das Motto ihrer diesjährigen Wallfahrten im Marienmonat Mai. Jedenfalls habe ich es so den Ankündigungen entnommen. Ich habe an dieser Stelle mit dem Sonntagabends predigten ja drei Vorgänger, wenn ich es recht verstehe, und ich nehme an, dass sie alle sich oder wenigstens welche von ihnen dieses Motto schon vorgenommen und in Predigten ausgelegt haben. Das hat mich aber nicht davon abhalten können, es ebenfalls zu versuchen, denn Repetitio est mater studiorum, haben es mir die Lehrer beigebracht, die Wiederholung ist der Schlüssel für den Lernerfolg. Wenn wir übers auswendig lernen müssen, gestöhnt haben, dazu diente damals diese Weisheit. Und sie hatten recht, denn ohne Wiederholung, ohne Redundanz, ohne Routine geht es nicht. Auch das ganz große Werk kommt ohne ein hohes Maß an Beharrlichkeit und Fleiß nicht zustande. Genie allein genügt nicht. Das gilt auf allen Gebieten des Lebens, auch im Glauben und dort gilt es ganz besonders für das Kontemplative, mit dem wir ja unsere Aktivitäten im Gleichgewicht halten sollen. Und da sind wir dann schon nahe an Maria dran. Maria ist von den Gläubigen immer so gesehen worden, dass sie das kann. Sie hat ein Herz und sie lebt aus dieser Herzensmitte. Das Herz hält bei ihr die ganze Person mit Leib und Seele zusammen. Sie hat ihre fünf Sinne beieinander und ist konzentriert und achtsam. Sie überhört und übergeht und übersieht nichts und wenn sie es doch tut, dann tut sie es absichtlich aus Zartgefühl, wenn sie jemanden schonen will. Sie schont uns, nicht sich. Sie dient unserem Fortkommen, nicht ihrem eigenen. Sie hat nicht ihr Wort zur Geltung und zur Welt gebracht, sondern Gottes Wort. Sie möchte nicht, dass wir ihr aufs Wort folgen, sondern Jesus. Und das rät sie uns aus ihrer eigenen beglückenden Erfahrung mit dem Wort Gottes. Ihr Glück mit Gott, dass sie mit uns teilen, dass sie uns mitteilen möchte, das hat sie auf diesem Wege selber gemacht. Sie spricht aus Erfahrung, denn sie sagt, das, was er euch sagt, das gut. Woher ich das alles weiß? Aus dem Evangelium weiß ich es nicht zuletzt aus ihrem Wallfahrtsmotto, das ich eingangs zitiert habe, und aus meiner eigenen Erfahrung mit Maria. Ich gehe schon lange mit ihr, also wunderschön prächtige, hohe und mächtige, und sie ist eine wunderbare Weggefährtin. Einmal habe ich mit ihr ein kleines Wunder erlebt, das einzige wirkliche Wunder meines Lebens, das erzähle ich Ihnen. Im heiligen Jahr 2000, an Lichtmesse, habe ich die Marienweihe vollzogen nach der Lehre des heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort. Vielleicht kennen Sie das. Du meine Gebieterin, du meine Mutter, dir bringe ich mich ganz nah und um dir meine Hingabe zu bezeugen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar.
Da ich denn nun dir gehöre, bewahre mich und beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Es gibt es auch noch in einer langen Fassung. Und seither erneuere ich diesen Akt der Hingabe an Maria, oder besser gesagt durch Maria, in die Hände Jesu, jedes Jahr am 2. Februar mit einigen anderen zusammen. Immer an dem Ort, wo ich Dienst tue, also jetzt am Dom in Frankfurt. Repetitio est mater studio. Die Wiederholung ist der Schlüssel für den Lernerfolg. Nun, nach dem ersten Mal, nach dem 2. Februar 2000, war ich unsicher. Ich hatte noch kein Gefühl dafür, wie diese Hingabe praktisch geht, was sie für mich bedeutet und wie weit sie geht. Also mit dieser Unsicherheit bin ich im selben Februar 2000 mit unserem Bischof Franz Kamphaus und einem weiteren Pfarrer aus unserem Bistum Limburg auf einen Pilgerweg von Assisi nach Rom gegangen. Bischof Franz war damals noch in den schweren Auseinandersetzungen mit dem Papst und dem Kardinal Ratzinger um den Verbleib der kirchlichen Beratungsstelle in der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen daran. Und ich denke, dass er als Pilger zu Fuß, per Pedis Apostolorum, ad limina Petri, dem Papst zeigen wollte, dass das für ihn eine geistliche Frage ist, um die sie streiten, eine Glaubensfrage, nicht Politik und nicht Machtspiel. Wie auch immer, unterwegs gingen wir mal in eine uralte Kirche auf der Basis eines römischen Tempels. Ich sehe sie noch vor mir mit den Säulen des römischen Tempels sichtbar in der Außenwand. Ein großes Kreuz in dieser ziemlich kargen Kirche zog mich an. Eine kitschige Statue der Madonna stieß mich eher ab. Vor beiden standen Kerzen, so hohe, dünne Wachskerzen. Vor der Madonna standen viele und vor Jesus standen wenige oder keine, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls habe ich mich am Ende unserer Gebetsfast ein bisschen gegen mein Herzensempfinden dazu entschlossen, meine Kerze vor Maria hinzustellen, denn der hatte ich mich ja soeben geweiht mit Haut und Haar und musste jetzt wohl alles über sie laufen lassen und über ihre Bande spielen, auch meine Beziehung zu Jesus, oder? An der Tür, Bischof Franz und Pfarrer Paul waren schon draußen, höre ich das Geräusch eines feinen Falles und weiß sofort, was da passiert ist, meine Kerze vor der Madonna eben aufgestellt und mit einem einzigen Wachstropfen zu schlecht festgemacht, hat Übergewicht bekommen und ist aus dem Ständer wieder auf den Boden gefallen. Ich drehe mich um und gehe hin, um die Kerze aufzuheben und neu anzustecken. Richtig, da liegt sie am Boden. Ich bücke mich und habe eine Kerze in der Hand, die noch nie gebrannt hat, mit dem jungfräulich weißen Wachs dort. Das geht nicht, was da passiert ist, und ich stehe wie vom Donner gerührt, aber nicht lange, dann verstehe ich, gehe zu Jesus hin, entzünde die Kerzen vor seinem Kreuz, grüße die Mutter Gottes und gehe zu beiden anderen hinaus ins Freie, in die Welt. Ich erzähle ihnen, was mir gerade passiert ist. Der Bischof, ein besonnener Westfale, schweigt einen Moment und dann sagt er, Paul, schreibt das auf, das brauchen wir für die Heiligsprechungsakte. Also das war Spaß vom Bischof. Im Ernst habe ich seither einen freien Weg zu Jesus, einen geraden Weg zum Evangelium, überhaupt Freiheit, meinen Weg im Glauben zu machen. Und ich habe ein tiefes Vertrauen zu Maria, dass sie mich nicht in der Hand haben will, sondern allenfalls, wenn ich das möchte, sie mich an die Hand nimmt und dann aber auch wieder lässt, dass sie mich sein lässt. Dass sie ihre Vertrauten und Verlobten nicht beherrschen will, sondern begütigen, befrieden und befreien. Diese von einem kleinen Kerzenwunder in Gang gebrachte Erfahrung mit Maria hat in der Folge auch mein Verhältnis zur Kirche verwandelt, das zuvor intensiv und innig war, aber auch ein bisschen infantil. Maria ist die Mutter der Kirche und sie ist das Inbild der Kirche. Was sich auf der einen Seite wandelt, das berührt unweigerlich auch die andere. Von Jugend an habe ich die Kirche geliebt und tue es bis heute, aber das ist kein Zustand, sondern ein Prozess mit einem lebendigen Verlauf und mit überraschenden Entwicklungen.
vor Jahr und Tag liebe ich dich doch. Also wiederum appelliere ich an die Eltern. 1974 hat Reinhard May das gesungen, ein Liebeslied für seine Frau, werden Sie kennen. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch, vielleicht weiser nur und bewusster noch, und noch immer fort ist ein Tag ohne dich, ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich, und so weiter. Also das könnte ich der Kirche heute noch singen. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch. Ich singe das für die Kirche, mit der ich mich heute auch öfters mal streite, auch öffentlich, aber nicht trotzdem, sondern weil mir zutiefst an ihr liegt. Ich erzähle Ihnen das alles, weil ich glaube, dass nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Alzenau und Kälberau der Wind des Wandels weht. Und das ist jetzt öfters ein rauer Wind und sogar ein Sturm, der Menschen umweht und umweht, der Bäume entwurzelt, die in anders schlimmen Zeiten standgehalten haben und der Dächer abdeckt, unter denen es dann nicht mehr ganz so gemütlich und so sicher ist im Haus voll Glorie, wie es früher war. Wenn dieser Wind, dieser Sturm auch an Ihnen zerrt, liebe Gläubige, und wenn Sie Ihren Glauben von früher manchmal nicht mehr wiedererkennen oder auch nicht mehr wiederfinden, wenn Ihnen Gebete vertrocknen und Gewohnheiten wegrutschen, von denen Sie glauben, dass sie tragend sind für ein ganzes Leben. Wenn Ihnen vielleicht auch Maria fremder geworden ist oder jedenfalls die alte Frömmigkeit nicht mehr passt und Sie nicht mehr richtig froh macht, haben Sie keine Angst. Ich glaube, Maria heute als Königin des Himmels, wie wir sagen, das heißt jedenfalls mit einer umfassenden Perspektive, mit einer unbeschränkten Kapazität für Verständnis, für Barmherzigkeit und Liebe. Ich glaube also, dass Maria in dieser Weise uns zugetan ist und um uns weiß und damit fortfährt, alles, was der Fall ist, alles, was geschehen ist, auch das, was in uns geschieht, in ihrem Herzen zu bewegen und darüber nachzusinnen. Und sich dann an Jesus zu wenden, ihrem verherrlichten Sohn, und ihm wie bei der Hochzeit von Kana zu sagen, Jesus, Sie haben keinen Wein mehr, Sie haben keine Freude mehr, auch keine Freude an der Kirche mehr. Und so wandelt nun doch das Wasser Ihrer Trübsal in Wein und macht Sie wieder froh, Ihres Lebens und Ihres Glaubens. Und Jesus, der Sie damals in Kana abgewiesen hat, muss jetzt nicht mehr sagen, dass seine Stunde noch nicht da ist, die ist da für immer. Und er kann helfen und heilen, wo immer es nötig ist. Wenn der raue Wind in Alzenau, der Sturm, der uns ins Gesicht bläst, gar zu schlimm ist, kann Maria Jesus wecken, wie damals die Jünger auf dem Boot den Herrn geweckt haben, und sagen, Herr, es kümmert dich doch, dass sie schier zugrunde gehen. Und dann wird der Herr sich erheben und dem Sturm drohen und den rauen Wind besänftigen, dass wir nicht untergehen. Uns wird Maria sagen, so wie damals, was er euch sagt, das tut. Was er euch zeigt, das ahmt nach. Und wenn er euch Frieden anbietet, Frieden für die Einzelnen und für alle, Frieden für die Welt, den die Welt nicht geben kann, dann ergreift diesen Frieden und macht ihn euch zu eigen und tut ihn. Amen. Wir sind nicht die Knechte Gottes und die Mägde, sondern wir sind seine Freundinnen und Freunde. Mit diesem Zutrauen treten wir vor ihn hin, mit dem Frieden, den Jesus schenkt, und bekennen uns im Glaubensbekenntnis zu ihm. Ich glaube an Gott.
Vertrauen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria rufen wir zu Gott, der Großes an uns allen getan hat und tut. Maria betete einmütig mit den Aposteln um den Heiligen Geist. Wir beten um die Kraft des Heiligen Geistes für unseren Papst Franziskus, Bischof Franz, für alle, die Verantwortung tragen in der Kirche und das ganze Volk Gottes. Wir bitten für dich, erhöre uns. Maria sagte bei der Hochzeit zu Kana, zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Hilf den Mutlosen und stehe den Kranken bei, dass sie Trost und Hilfe erfahren. Schenke ihnen Hoffnung und Zuversicht. Wir bitten für dich, erhöre uns. Maria sagte zum Engel, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Mache die Christen immer neu bereit, ihr Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten. Wir bitten für dich, erhöre uns. Maria stand in der letzten Stunde ihres Sohnes unter dem Kreuz. Hilf allen Menschen, die unter der Last ihres Kreuzes zusammenzubrechen drohen, und sei den Menschen in der Not und Bedrängnis nahe, besonders den Menschen in der Ukraine. Wir bitten dich, erhöre uns. Du hast Maria mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen. Lass auch unsere Verstorbenen daran teilhaben. Heute beten wir besonders für Erwin Sell und verstorbene Angehörige, Pius und Philomena Pfarr, lebende und verstorbene Angehörige, Jürgen, Steffen, Ralf und Frank Fuhl, Werner Wolz, Marianne und Heinz Landestedt und Sundan, Familie Grein und Angehörige, Herbert Josef Pfeiffer, Josef Sennefelder für arme Seelen, Doris, Felix und Maria Hagut und Angehörige, Emil und Elisabeth Orian, Anneliese Ganz, Gertrud und Alfred Müller, Ernst Gassmann, Karl-Heinz Haus, Armin Kaiser, Pfarrer Josef Kudella, Hilda Heinbücher und Angehörige, zu Ehren der heiligen Rita nach Meinung, Katharina Kapperer, Schwester Maria Adelberta Schöpfer, Familie Hahn Englert, Schwester Maria Garbandis Kiel, Hans-Dieter und Elvira Schweinfest. Lass sie teilhaben an der Fülle des Lebens und der Freude in deinem Reich. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria mit der Fülle der Gnade beschenkt. Auf ihre Fürsprache erhöre unsere Bitten, die ausgesprochenen und die, die wir im Herzen mitgebracht haben, jetzt in diese Eucharistiefeier. Stärke uns alle im Glauben, in der Hoffnung und in Werken der Liebe durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die heutige Kollekte ist bestimmt für den Blumenschmuck in unserem Gotteshaus. Vergelt's Gott allen Wohltätern. Thank you.
Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lassen uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir alle Zeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes.
das Brot des Lebens und den Kelch des Heils gab. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereinige uns zum Papst Franziskus und zum Bischof Franz und allen Bischöfen, zum Priester und Diakonen und allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit der tagesheiligen Rita, mit den heiligen Frankenaposteln, mit Kilian, Kolonam und Tutnam und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
Seht, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst für mein Heil. Aber sprich vor meinem Heil, so du mir mein Sinn lebst. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Thank you.
Schwestern und Brüder im Glauben, bevor wir das Lied zur Ehre der heiligen Ritter heute singen als Danklied, noch ein Wort zu den Ritterrosen, die dann gleich gesegnet und verteilt werden. Eine Legende aus dem Leben der heiligen Rita erzählt, dass sie am Ende ihres Lebens eine Freundin bat, ihr eine Rose aus dem Garten ihres früheren Anwesens zu bringen. Tatsächlich fand sie dort mitten im kalten Winter eine blühende Rose. Diese Rose hat Rita aus Gottes Hand angenommen, in guten, in schlechten Zeiten ihres Lebens hat sie aus dem Glauben an Gott gelebt und niemals die Hoffnung aufgegeben. So dürfen auch wir, Rita, ihre Hilfe in schweren Stunden unseres irdischen Lebens bitten. Wir dürfen Kranken und Notleidenden eine Rose als Zeichen unserer Zuwendung schenken. Das wollen wir tun, wenn wir heute die Rosen verteilen und weitergeben. Das Rita. Es ist uns überliefert, dass sich Rita als Augustinerin der Kranken und ihrer Familien annahm. Das gesegnete Ritaöl will uns daran erinnern, Öl, Salbe, verwendet die Medizin zur Heilung. Uns kann das Ritaöl Erinnerungszeichen daran sein, dass alles Heil von Gott ausgeht, dass letztlich er es ist, der uns an Leib und noch mehr der Seele heil und gesund machen kann. In dieser inneren Haltung bitten wir Rita um ihre Fürsprache, wenn wir kranke Stellen des Körpers mit dem Öl salben. Das eigentliche Wunder ist nicht immer die Heilung von einer akuten Krankheit, sondern die Gnade, dass wir auch im Leid, im Kreuz des Lebens nicht verzweifeln, sondern am Glauben und an Gott festhalten können, der unsere Kraftquelle ist. Singen wir jetzt das Ritterlied. Herr, erhöre mein Gebet. Lass uns ein Gebet zu dir.
alltäglichen Zeichen dürfen wir Spuren deiner Liebe entdecken. Wir bitten dich, segne diese Rosen, die unser Leben und Glauben der heiligen Rita erinnern. Lass alle, die diese Rose mitnehmen und sich an ihr erfreuen, deine Kraft spüren und dein Heil erfahren. Stärke sie besonders in den dornigen Stunden ihres Lebens, im Glauben an dich und im Vertrauen auf deine Zusage. Ich bin bei euch alle Tage und alle Nächte bis zum Ende der Welt. Auf die Fürbitte der heiligen Rita, lass uns all denen zum Segen werden, die uns begegnen und die unsere Hilfe brauchen. All das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und jetzt das Ritaöl. Gott, unser Vater, die heilige Rita hat in allen Lebenslagen auf deine Liebe und Führung vertraut. Segne auf ihre Fürsprache dieses Öl, das uns an heilende Salbe erinnert. Stärke alle, die dieses Öl im Vertrauen auf deine Hilfe verwenden. Schenke ihnen den festen Glauben, dass alles Heil von dir kommt. Gib ihnen auch in dunklen und ausweglosen Stunden die Hoffnung, dass du alles zum Guten wenden kannst, weil du ein Freund des Lebens und ein Gott der Liebe bist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lass uns zum Schluss beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Den Segen Gottes am Ende dieser feierlichen Messfeier in der Gemeinde möchte ich ihm geben in der Gestalt des Wettersegens. Weil das Wetter immer wieder Wolken gibt und wir vom einen zu viel und zum anderen zu wenig haben. Und unter diesen Segen stelle ich auch alles menschliche Leben, weil es auch den Gesetzen des Wachstums unterliegt. So bitten wir den Herrn im Vertrauen. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel, Dürre, Überschwemmung, jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Gärten, die Winger und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott, den Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieser feierlichen Messe ein herzliches Wort des Dankes dem Hauptzelebranten und Prediger für sein stärkendes Wort der Predigt und für das persönliche Glaubenszeugnis und den Zugang zur Gottesmutter, den er uns erschlossen hat, für Gottes Wort noch einmal für ihr Kommen und für ihr Dasein. Dankeschön. Vergelt's Gott für die musikalische Umrahmung an Orgel und Trompete. Am Donnerstag am Hochfest Christi Himmelfahrt ist um 18.30 Uhr Marienmesse und am kommenden Sonntag dann die letzte feierliche Marienmesse als Pontifikalamt mit Weihbischof Karl-Heinz Dietz aus Fulda, ein gern gesehener Gast auch bei uns in Alzenau. Grüßen wir zum Abschluss die Maienkönigin.